Juhu! Ja, schneller! Also ich muss wirklich sagen, das Haus von Buddy hat doch irgendwo so einen richtigen Sinn, ne? Ey, Buddy, was geht? Komm doch einfach rein, wir drehen hier ein paar Runden mit dem wunderschönen Minecart. Ja, egal. Liebe Leute, ich wünsche euch heute wieder herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft, nennen wir es Absturz der zwei Trottel. Buddy, was geht ab? Wo ist er hin? Buddy, wo bist du hin? Wo ist der denn jetzt auf einmal wieder? Oh. Okay, er ist gerade einfach runtergefallen. Liebe Leute, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sachen gemacht. Unter anderem haben wir die Roomtour von dem guten alten Buddy hier gemacht. Ja, sein Haus ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wer es nicht gesehen hat, Leute, muss sich das unbedingt nochmal... Buddy, hör auf, dahin zu keckern. Buddy, nein. Nein, geh ins Wasser, wenn du Kacker machst. Buddy, bleib mal stehen, Buddy. Du hast da Wasser an deiner... Buddy, dreh dich mal um. Buddy, du hast da... Nein, bleib mal stehen. Einfach stehen bleiben, ganz ruhig. Oh nein. Leute, seht ihr das? Oh nein, er hat ein Keckerchen in die Hose gemacht. Oh nein, Buddy! Geh nach Hause und weg. Ist jetzt egal, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr umzuziehen. Hier riecht's irgendwie komisch, Buddy. Okay, Leute. Okay, egal. So, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall das Haus von Buddy hier vorgestellt. Ja, ich glaube, wir müssen ihm tatsächlich mal Windeln kaufen, Leute. Wir haben das Haus hier von Buddy vorgestellt und das war mega, mega cool, weil hier irgendwie das Bett auf dem Dach liegt und irgendwie, keine Ahnung, warum das Bett auf dem Dach liegt und ich weiß auch gar nicht, warum der hier irgendwie ein Minecart in der Hütte hat und ich weiß auch nicht, was das hier für eine komische Tür sein soll. Also, Leute, ist ein kleines bisschen durcheinander hier, aber ich muss wirklich sagen, ich bin ziemlich stolz auf Buddy, dass er überhaupt so ein Haus hier hinbekommen hat, ne? Das ist sehr, sehr toll und das Ding bleibt jetzt hier einfach gar nicht mehr stehen. Nein, bleib stehen. Haben wir es jetzt mal... Buddy, nicht hauen. So, haben wir es jetzt mal bald hier hingekriegt hier mit dem... Ach, egal, komm, ich geh jetzt hier raus. Zack. So, meine Damen und Herren, wir werden heute auf jeden Fall etwas ganz, ganz Besonderes machen. Was ist los? Was möchtest du? Was möchtest du? Möchtest du auf den Baum oben drauf? Auf den Wasserfall oben drauf? Willst du auf den Mond etwa? Möchtest du etwa heute auf den Mond gehen? Wir werden heute auf den Mond gehen, Buddy. Da wollte ich gleich... Warte mal, Buddy, pass mal auf. Wir werden heute auf jeden Fall auf den Mond gehen, aber erstmal, meine Damen und Herren, wollte ich erstmal hier gucken, denn wir haben ja hier unser Flugzeug, was der gute alte Buddy hier in diesem wunderschönen Planeten versenkt hat. Und ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir das irgendwie ein bisschen hinbekommen, dass, falls wir das hier mal so ein bisschen abbauen und hin und her, ob wir da eventuell das Ganze ein bisschen besser wieder hinkriegen, damit wir vielleicht, Leute, vielleicht wieder damit wegfliegen können, aber so wie es aussieht, ist das Ganze hier schon ziemlich krass gecrashed. Alter, da ist eine Kiste drinne. Oh mein Gott! Buddy, ich habe unser Dings vergessen, unser Proviant. Ich habe unser komplettes Proviant vergessen. Komm mal her. Wir haben ja hier noch unser Proviant drinne. Oh mein Gott, ich habe das komplett vergessen. Wir haben hier noch ein Buch, da ist nichts drinne mit diesem Buch. Dann haben wir hier eine Ledertunika, Leitern, Fire Charges. Alter, Buddy, ich habe das komplett vergessen, dass wir hier nämlich noch Dings hatten. Wir hatten nämlich hier noch diese Sicherheitsvorkehrungen und sonstiges. Deswegen, oha, oha. Okay, wir haben hier Instant Potion of Health. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kram gehabt. Warte, ich zieh mal die Tunika an. Willst du eine Holzschaufel haben? Nein, Buddy, das funktioniert nicht. Guck mal, das funktioniert auch nicht, wenn du das ganz schnell drehst. Das klappt nicht. Das funktioniert nicht richtig, ne? Egal. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein paar Einzelteile, die ich eventuell versuche, gleich nochmal hier ein bisschen als Flügel anzubringen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, Leute. Zack. Wir nehmen das Ganze jetzt einfach mal mit und probieren mal, ob wir damit irgendwie das Flugzeug wieder reparieren können, Leute. Weil ich halte es langsam nicht mehr aus hier auf dieser Insel mit dem oder auf diesem Planeten hier mit dem. Es ist ja eigentlich so ein recht kleiner Planet. Es ist ein Zwergenplanet, ich würde schon sagen, ja. Es ist schon so eine Art... Oh mein Gott. Buddy, ich brauche deine Hilfe. Buddy, komm schnell. Buddy. Ich brauche deine Hilfe. Da ist nämlich ein Teil runtergefallen und das brauchen wir. So, zack, zack, zack. Aber ich weiß nicht, ob jetzt das unbedingt wichtig ist, hier um zum Starten. Aber wir könnten ja auch theoretischerweise mit einem Flügel fliegen, der jetzt nicht so lang ist wie der andere halt, ne? Warte, ich zähle das mal kurz nach. Und zwar haben wir hier dann 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, perfekt. Buddy, es tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Ich muss nur kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, nein, das ist falsch, Lars, das ist falsch. So, 6, 7, 6, ist es lang? Ist es lang genug? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir das aber von vorne angucken, damit wir hier die Flügel genau gleich hin haben. Noch einer. Okay, Leute, sieht doch schon mal alles hier recht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, unsere ganzen Teile sind auch ziemlich kaputt gegangen hier. Wir können auch probieren, mit einem Motor zu fliegen, Leute. Vielleicht klappt das sogar ein bisschen besser, ne? Hier kommt es dahin. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das hier irgendwie auch zubekommen. So und so. Und dann müssen wir hier halt irgendwie Glas reinmachen. Und dann sollte das Ganze auch schon so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Wir gucken mal, ob wir dann hier in die Mitte von dem Ganzen nochmal so zack machen können. Und dann hier nochmal sowas. Okay,
sieht schon mal ein kleines bisschen besser aus, Leute. Also wir kommen unserem Ziel, hier von dem Planeten zu verschwinden, nochmal ein kleines Stückchen näher. Aber wir haben jetzt nämlich die Sache. Der Buddy hat nämlich uns vorgeschlagen, ey, lass doch mal da oben auf diesen, auf den Mond gehen, ne? Auf den Mond gehen, das könnte ziemlich, ziemlich interessant werden, da der Mond ein ganz schönes Stückchen weiter weg ist, Leute. Und ich würde mal sagen, wir werden uns jetzt hier irgendwie zusammen, uns ein bisschen Stein farmen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir gehen zusammen auf den Mond. Wir brauchen noch ein kleines bisschen Cobblestone, Leute. Wir sind sogar schon fast oben angekommen. Ich nehme jetzt hier nochmal den kleinen Rest hier mit. Zack, zack, zack. Puh, okay, wir haben jetzt hier den ganzen Weg nach da oben gebaut, Leute. Ich und der Buddy haben uns ziemlich viel Mühe gegeben, dass wir das Ganze hier hinbekommen heute. Das ist schon ziemlich... Oh, guck mal, hier sind nochmal ein paar Teile von dem Flugzeug. Das könnten wir theoretischerweise doch auch nochmal für irgendwas benutzen. Ich weiß aber gar nicht mehr für was jetzt. Ich werde es einfach nochmal kurz hier hinlegen, Leute. Zack, wir gehen jetzt erstmal kurz nach da oben und schauen mal. Alter, das ist so gefährlich hier mit dem ganzen Treppenlaufen und hoch und gehen. Und ich weiß auch nicht, warum ich so komisch rede, wenn ich hier nach oben gehe. Leute, das ist ultra weit. Ich habe richtig Angst, gerade hier runterzufallen. Okay, ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Wir haben so lange gebraucht gerade, um dieses Ding nach da oben zu bauen. Buddy, Buddy. Wo ist er hin? Hä, war der nicht eben noch hinter mir? Okay, egal, Leute, egal, egal, egal. Der wird schon seinen Kram da zu Ende bringen. So, es fehlt nämlich nur noch ein ganz, ganz kleines, klitzekleines Stückchen, um dass wir oben auf den Mond kommen. Alter, das ist, guck mal, wie viele Treppen wir hier machen mussten. Guckt euch das mal an, Leute. Seht ihr, wie ultra viele Treppen das hier sind? Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier muss ich aufpassen, dann gehen wir hier ganz vorsichtig drüber. Ihr seht schon, da oben fehlt noch ein kleines Stückchen, was wir jetzt gleich hier befestigen werden, damit wir da oben drauf können, ne? Das ist natürlich sehr, sehr gut hier, dass wir das jetzt hier heute auch noch geschafft haben, weil das hat irgendwie mega lange gedauert und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. So, dass wir dann einmal zack, einmal zack, einmal zack, zack und zack und zack. Und wir sind sogar tatsächlich oben angekommen. Buddy, wie bist du hier hochgekommen? Buddy, antworte mir, wie bist du hier hochgekommen? Du bist hier... Ach so, ah, ich verstehe. Okay, sehr gut. Vielen lieben Dank. Hier ist sogar Eisen drin, was hier gerade gebraten wird. Hast du das gemacht, Buddy? Bist du das gewesen? Oh, sehr gut, Buddy. Ich bin sehr stolz auf dich, ne? Gut, wir befinden uns jetzt gerade auf dem Mond, meine Damen und Herren. Hier ist sogar eine Fahne. Hier steht, Poland can be into the space. Can into the space. Okay, anscheinend waren hier schon mal die Polen oder beziehungsweise das polnische Land, polnische Land war hier schon mal oben auf dem Mars drauf oder auf dem, nicht Mars, Leute, ich bin dumm, Alter, auf dem Mond hier drauf, ne? Das war anscheinend hier schon mal, die Polen waren schon mal hier oben drauf, ne? Ist ganz interessant, ja? ich glaube sogar tatsächlich, dass die Map hier gemacht wurde von einem polnischen Mitmenschen. Wir gucken mal, was hier so drin ist. Wir haben hier Iron Ingots, wir haben hier Cooked Chicken, wir haben hier noch meine Iron Pickaxe, sehr gut, ein paar Enderperlen, Cyan Terracotta, dann haben wir Nether Quarz, Lapis Lazuli Block, Diamonds und rote Beete Suppe. Theoretischerweise könnten wir sogar hier uns dieses Auto hier auseinanderbauen und könnten damit uns dann unser Flugzeug wieder reparieren. Wir nehmen natürlich jetzt alles sehr, sehr gerne mit, was hier oben drauf so rumliegt. Die Kiste, weiß ich nicht, wollen wir die Kiste mitnehmen? Ja, Leute, wir nehmen die Kiste, glaube ich, auch mal mit, ne? Ich meine, es kann ja nicht schaden, noch eine Kiste extra dazu zu bekommen. Wir bauen jetzt mal hier den Mars oder den Mond Rover oder wie auch immer. Leute, ich weiß nicht genau, wie ich das Ding nennen soll. Den werden wir jetzt einfach mal auseinanderbauen und werden dann damit einfach dann unser Flugzeug einfach weiterhin reparieren, ne? Ich meine, schließlich hat das Ding hier auch einige Sachen, die wir vielleicht gebrauchen können. Hier zum Beispiel das Ding hier, so ein bisschen hier fahren, ein bisschen hier abbauen, ne, ihr wisst schon Bescheid, Leute. Und dann, denke ich mal, gehen wir wieder nach unten und gucken mal, ob wir unser Flugzeug eventuell noch zu Ende bringen können oder vielleicht machen wir das dann auch in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht, meine Damen und Herren. Ich kann es euch noch nicht sagen. Wir werden es gleich sehen. Zack, wir nehmen jetzt hier das Ganze mit. Es ist auf jeden Fall schon mal richtig interessant, Leute. Wir sind schon ganz schön weit hier gekommen in dem ganzen, obwohl ich ehrlich gesagt gedacht hatte, das wird ein ziemliches Chaos, wenn ich hier mit dem kleinen, wenn ich hier mit dem kleinen Buddy immer die ganze Zeit irgendwie Abenteuer erleben muss. Aber ich muss sagen, er stellt sich eigentlich recht gut an, Leute, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Also ich würde sagen, er stellt sich eigentlich recht gut an dafür, dass er sich heute in die Hose gekackt hat und dass er heute ein bisschen neben der Spur ist oder so wie jedes Mal und dass er letzte Folge einfach sein Haus gebaut hat, was ja. Ich brauche dazu nicht großartig noch was zu sagen. Ihr wisst einfach Bescheid, wenn ihr Buddy verfolgt und sowas, ne? Was ich überlegt hatte, wäre nämlich was richtig, richtig Cooles, Leute. Und zwar zum krönenden Abschluss von der Serie, nenne ich es jetzt einfach mal, von dieser Serie hier, habe ich mir überlegt, doch einfach mal so ein cooles T-Shirt-Design oder so ein cooles, generell so ein cooles Design. Vielleicht auch den Buddy als Stofftier oder sowas, damit ihr den Buddy auch für zu Hause habt. Dass ihr dann... Lol, wieso bist du unter dem Auto, Buddy? Buddy, komm da... Oh, okay. Ja, alles klar.
dass ich dann irgendwie so ein cooles T-Shirt-Design mache, wo dann draufsteht Dream Team und dann bin ich und der Buddy da drauf und sowas. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ganz eine ganz, ganz lustige Idee, einfach mal so ein cooles Design einfach mal zusammen zu machen und damit der Buddy auch immer coole Sachen hat, damit der Buddy, hör auf damit, hör auf, damit der Buddy auch mal coole Klamotten trägt und nicht seine vollgekeckerten Hosen und sowas, ne, das ist, ja, Buddy, ne, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Was tust du da, Buddy? Hör auf! Die Leute denken, du bist dumm. Okay, Leute, das dürfen wir jetzt nicht so laut sagen, weil der Buddy ist wirklich dumm, ja. Ich meine natürlich, der Buddy ist sehr, sehr intelligent und er weiß ganz genau, was er tut. Und wenn er hier den Knopf die ganze Zeit drückt, weiß er natürlich auch, was er tut. Guck mal, schön. Macht das nicht Spaß? Das ist doch das Tollste überhaupt, hier den Knopf zu drücken. Was ist gerade passiert? Hast du das gesehen? Oh mein Gott! Dieser Planet hier ist verflucht. Nein, Spaß. Buddy, wir haben hier, ich glaube, ich mal schon alles hier erledigt, was wir hier erledigen konnten. Bin mir nicht sicher, ob es hier in dem Planeten oder beziehungsweise in dem Mond hier nochmal irgendwie auch so eine Art Erdkern gibt. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier nochmal so eine Art Erdkern gibt. Vielleicht werden wir das in den nächsten Folgen nochmal herausfinden, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir sind heute, denke ich mal, schon fertig für diese wunderschöne Folge Minecraft Absturz mit den Idioten Lars und Buddy. Und ich würde mal sagen, Leute, falls euch die Folge gefallen hat, lasst 1 Million... Wow, ganz vorsichtig sein, Lars, ganz vorsichtig. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier noch ganz vorsichtig nach unten gehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, Leute. Ich werde jetzt versuchen, hier das Flugzeug ein bisschen mehr auf Vordermann zu bringen. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf mehr habt, ich schieße mich jetzt mal mit der Enderperle nach da unten. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, das war so ultra knapp. Vielleicht können wir sogar tatsächlich mit der nächsten Enderperle uns drüben auf die Sonne schießen, Leute. Ich weiß es nicht. Das werden wir, denke ich mal, in den nächsten Folgen herausfinden. Und ich würde sagen, wir sehen uns doch hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss. Sag tschüss, Buddy. Sag tschüss. Nein, Buddy, nicht.